Hallo liebe Leute, let's rock'n'roll, hier ist der Mike, grüße euch bei einem schönen Sonntag. Nein, es geht nicht um Dampfen, es wird ein sehr interessantes Video. Ich habe mir überlegt, mal zu zeigen, wie ich meine Schwerter baue. Aber zu hinweg möchte ich gerne nochmal hinweisen, ich werde die Baumärkte nicht namentlich sagen, aber ich werde nur den Anfangsbuchstabe sagen, weil ich möchte nicht einen Namen sagen, der nicht erlaubt ist und dass ich keinen Ärger bekomme, habe ich mir, ich werde mir das so ein bisschen machen, dass ihr versteht, was ich meine. So, ich war gestern im Baumarkt mit B bei uns, also Düsseldorf, Richtung, ja, das ist ja ein großer Baumarkt. Ich denke mal, ihr wisst schon, wen ich meine, aber ich möchte den Namen nicht sagen. Da habe ich Sachen gekauft, die liegen hier auf dem Tisch, außer das Rohr, das ist auch von denen. Das war ein Restbestand, aber den habe ich jetzt damit dabei gehabt. Man sieht, worum es geht. Ich möchte mich nur entschuldigen. Die Geräusche hier mit den Vögelchen, die Raben, kann ich nicht abstellen. Bei den Temperaturen, bei diesem Wetter ist natürlich klar, dass die Vögelchen ein bisschen jetzt anfangen so rumzusprechen und das ist gar nicht so schlecht. Da erlebt man mal die Freiheit, die Natur. Gut, ich fange jetzt gleich an. Ich werde jetzt euch mal die Sachen auf dem Tisch zeigen. Bis gleich. So, wie ihr seht, hab ich jetzt hier ein paar Sachen liegen. So, das Wichtigste ist erstmal, das ist das Hauptrohr. Das Hauptrohr hat eine Maße von 4,2 cm Durchmesser. Das ist das Außenmaß. Und das Innenmaß ist dann 4, weil es klar, und dann 2 mm dick. Ne? Also 4 Zentimeter Innenmaß, 2 mm Dicke, Außenmaß ist dann 42, also 4,2. So, das ist das perfekte Maß für einen Lichtschwertgriff, um das hier richtig schön festzuhalten. Hier fehlt schon ein Stück, das habe ich anders verarbeitet. Für dieses Rohr, was ich euch gesagt habe, die gibt es natürlich auch diese Rohr fertig zu kaufen in den Baumarkt B, weil aber die kosten Schweinegeld. Das ist Meterware, die haben Meterware, da hat man manchmal einen Restpreis. Da hat man Glück, um sowas zu kriegen. Dann natürlich gibt es eine Abteilung, wo noch für Edelstahlgeländer, also für Garten, für Büros und so, gibt es so manchmal so diese Edelstahlgeländer, um sowas zu verbinden. Dann gibt es natürlich Verbindungsstücke hier. Gibt es in verschiedenen Größen, die gibt es auch kleiner für kleinere Rohre. Und das ist, glaube ich, für ein größtes Rohr, was es auch gibt. Dann gibt es natürlich Endkappen. Gibt es einmal so abgerundet, ohne Gewinde. Die haben natürlich auch die gleiche Maße, 4 cm Innenmaß. Hier sind Rillen drin, um das Rohr da drin, also man, haut man mit Gummi mal rein, damit das richtig befestigt ist. Es gibt spezielle Edelstahlkleber, die kann man sich besorgen. Die kosten natürlich etwas Geld. Den kann man reinschlagen, ist das dann fest. Also gibt es natürlich abgerundet, dann gibt es welche, aber die gibt es immer in zwei Paare zu kaufen. Also in Tütchen sind tütchenweise drin, die sind nochmal in Tüte drin und dann verschlossen, immer mit zwei Paare. Die kosten zwischen 7 bis 8 und 10 Euro. Dann gibt es welche, die ein M8-Gewinde haben, die sind genau die gleichen, nur mit einem Gewinde drin, M8-Gewinde. Gleiche Maß, 4 cm, Außenmaß 4,2. Das ist die Dicke hier. 2 mm und gibt es natürlich abgerundet. Die gibt es natürlich auch glatt. Nicht abgerundet, sondern auch glatt. Mit Gewinde, ohne Gewinde sind und gleich und die hatten es leider nicht mehr gehabt. Ja, die gibt es aber auch zu kaufen. Die gibt es auch kleiner zu kaufen. Die gibt es auch nicht massiv, sondern hohl. Die sind dann ausgefräst, damit die etwas leichter sind. Es gibt es sehr verschiedene Sachen davon und die kann man wunderbar zu nehmen, um hinten das hinten zu enden. Da könnt ihr es ja reinschlagen, da eben mal noch einen Kegel dran machen, als Muster vom Schlichtschwert, als Gewicht. Oder freien Rauch, vielleicht vorne als Oberteil und dann Hals dran aus Messing, vielleicht dann oben der Klingenbecher dran machen. Wie bei Luke Skywalker, also gibt es viele Sachen. Dann natürlich auch das Schönste ist natürlich auch diese hier. Diese Rohrverbindung natürlich gibt es auch in zwei Paare zu kaufen, nicht nur eins, sondern zwei in einer Tüte. Kosten ca. 13 Euro leider, aber sind schweineteuer. Aber von daher ist das eine ganz gute Sache.
Die kann man in verschiedenen Mustern machen. Man kann hergehen, das Schwert so nehmen und dann das Reck da vorne ran verbinden und dann hier ein bisschen kürzer absägen und das machen. Ihr könnt auch das Stück hier absägen, das nur so lassen, wie ihr wollt. Ihr könnt, die gibt es auch etwas kleinere, schmalere Variante. Könnt ihr hier einbauen, zusammenstecken. Oder ihr könnt dann das hier so roh absägen und das hier hinten ran befestigen. Das würde ich eher auch tun. Das Stück Rohr dann schräg absetzen, das hier oben drauf setzen. Ich würde immer diese Lücke hier lassen. Nicht ransetzen. Finde ich persönlich, sieht nicht mehr gut aus. Ich würde diese Rille lassen. Vielleicht auch so machen ein bisschen, dass ihr immer ein bisschen Platz habt, variieren, wie das aussieht. Ihr müsst immer ein bisschen Form dran lassen. Sonst sieht das nicht so aus. Dann, wenn das dann fertig ist, dann sieht das aus, ob das wie eingefräst ist. Und dann könnt ihr mit dem Innenbau beginnen. Diese Maßen sind ideal für Batteriefächer. Ich habe jetzt nicht jetzt keine liegen, aber die passen wunderbar da rein. Da könnt ihr wunderbar solche, Moment, nee, ich habe sie nicht bereit, griffbereit, aber ich könnte sie mal ganz kurz holen. So, bin ich wieder. Ich habe mir jetzt hier solche Batteriefächer geholt, einmal für 3xA Batterien. Das sind dann hier 3, 6 für 6 Watt. Also 1,5, 1,333, ne? Haben Anschluss auch für so hier für Anschlüsse. Die passen hervorragend heran ihre durch. Ihr seht auch, ich habe wunderbar Platz, um die Batterien genau reinzukriegen. Der gleiche auch hierfür zu kaufen. Da habe ich in so einen Elektrofachhandel mit C, eine Core. Ne, in Düsseldorf gibt es noch einer und da habe ich mir die besorgt. Kommen zwischen 69 bis 70 Cent ein Stück oder was. Die passen hier rein und kann man wunderbar dann da Elektronik einbauen, passende LED sich beraten lassen und dann ist das alles kein Problem. Ja, ihr seht selber, ihr könnt das Schwert so machen, wie ihr wollt. Es gibt auch diese Verbindungsstücke auf gebogen, habe ich gesehen. Da kann man auch wie so, wie der Sith Lord Dooku machen, so ein krummes Schwert. Man kann es in einen Stil machen. Es gibt auch andere Verbindungsstücke, ich glaube, die sind dann hier. Da sind die dünnen Hals, da kann man auch wunderbare machen. Also man kann wirklich, wenn die wieder alles wieder, es geht schnell weg. Wenn man jetzt gerade bei dem Wetter, jetzt wenn Temperaturen fangen die an, ihre Garten zu restaurieren und dann hat man mal Glück, wenn man so einen Rest kriegt. Manchmal bekommt ihr ein Rohr für 6 Euro, ein großes, und dann seid ihr zufrieden und könnt ihr wunderbare Schwerter daraus machen. Ja, so sind das die ganzen Verbindungsstücke, die ihr macht und holt. So, jetzt werde ich mal wieder eine andere Perspektive machen. Moment. Es ist so eine ganz tolle Sache, solche Sachen zu bauen. Und das Wichtigste ist natürlich im Baumarkt B, ne? Gibt es in die Haus- und Werkzeughausmarke mit W, wie? Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Die haben goldene Sägeblätter für Handsägeblätter. Und die würde ich nehmen, um dieses Material zu verarbeiten. Edelstahl, da geht das wie Butter durch. Also goldene Sägeblätter, steht drauf HSS, flexible Sägeblätter. Und dann sind die Zähne beschrieben und dann, das würde ich auch nehmen, um so ein Material zu verarbeiten. Aber auch nach einer Woche sind die Sägeblätter stumpf. Natürlich, wenn man den ganzen Tag damit arbeitet. Ich habe mal gehört, es gibt Sägeöl oder Sägewasser für solche Sägen, damit man auf so eine Art wie Bohren-Schneidöl, dass man damit nehmen kann und das sägen kann. Und dann kann das auch Material nicht mehr von der Sägeblatt verschleißen, zu so schnell. Es gibt natürlich noch hochwertige Sägeblätter, aber sie sind dann noch mehr teurer. Dann müsst ihr ein richtiges Fachland für Maschinenschlosser reingehen. Sag einfach, ich brauche ein Sägeblatt für Edelstahl, was länger hält. Und Punkt, Punkt, Punkt. Genauso auch mit die Bohrer, die im Baumarkt O, ja, von der Hausmarke mit L, gibt es goldene Bohrer. Der Bohrkopf ist etwas kürzer und ist einfach für Standbohrmaschinen, glaube ich, geeignet. Die sind ideal für diese Bohren zu machen. Aber aufpassen, die sind sehr zerbrechlich, die können schnell kaputt gehen und dann habt ihr ein Problem. Kauft ihr euch einen 3, 4, 4, 5, 6 Euro Bohrer und dann sind die direkt nur kaputt. Wenn man sie richtig vernünftig verarbeitet, halten die auch lang. Ja, das zum einen. Ich würde auch Edelstahlnieten nehmen, keine Aluminiumnieten, weil die sind sehr weicher und die Edelstahlnieten sind perfekt dafür, um das zu machen. Bitte nur eins. Nicht
hergehen, bohren und dann doppelseitig Gewinde bohren. Das mache ich meistens öfters auch, aber gehen nicht schnell Gewindebohrer kaputt. Ich würde erstmal mit den normalen Größen des, wenn ihr ein Gewinde reinschneiden wollt, würde ich hergehen, erst mit den, dieses Maß des Gewindebohrers, also Bohrern, erstmal Haupt nehmen, bohren, rausnehmen, das Loch ein bisschen größer bohren und hier das Gewinde reinbohren. Dann habt ihr auch die Maße des Gewindes und dann schaut die Schraube, ist das fest. Macht ihr vielleicht für beiden Seiten und dann, wenn ihr mal Schraube habt, dann könnt ihr es ab und rausnehmen. Wenn nicht, tut es an mehreren Nieten, festen Nieten fest. Habt ihr kein Problem mehr. Gut, das war's im Video. Mehr brauche ich nicht mehr sagen, weil ist alles gesagt. So baue ich meine Lichtschwerter. Tipp von mir, geht im Sat auch in Sanitärabteilung, da gibt es auch Messing, Drehgewinde, alles Mögliche. Guckt mal nach, was da gibt. Und dann könnt ihr mal gucken, was ein richtiges hammergeiles Schwert baut, wo ihr auch wirklich mal richtig Freude habt und was richtig robust ist. Weil mit anderen Lichtschwertern, die es gibt, sind auch robust, aber dieses hier hat auch sein Gewicht. Gut, das war's vom Video von mir. Wenn euch Video gefallen hat, Daumen hoch. Über das Tipp-Video oder dieses Bau-Informationsvideo, was ich euch jetzt gezeigt habe, würde ich mich gerne vielleicht freuen über einen Abonnenten. Ansonsten sehen wir uns wieder. Wie gesagt, der Mike hat gebaut, gemacht, getun. Wir sehen uns, euch einen schönen sonnigen Sonntag. Bis dann, bleibt gesund. Euer Mike und tschüss.